Hallo, meine lieben deutschsprachigen Freunde. Heute beschäftigen wir uns mit einem der grundlegenden Verben und ich meine hier das Verb bitch. Bitch ist unregelmäßig, wie in jeder Sprache, glaube ich. Und ja, heute lernt ihr dieses Verb zu konjugieren. Und es geht so. Ja, jestem, ty jesteś, on, ona, ono. Pan, pani jest, my jesteśmy, wy jesteście, oni, one, państwo są. Ja, so geht das. Am besten, ihr lernt das mit Hilfe von verschiedenen Beispielen. Zum Beispiel, ja, jestem z Polski. Jestem z Polski. Ihr müsst auch wissen, dass das Personalpronomen in der polnischen Sprache nicht erforderlich ist. Denn die Endung vom Verb gibt einen deutlichen Hinweis auf den Handlungstäter. Ja, man kann sagen, ja, jestem z Polski, ich bin aus Polen, oder jestem z Polski, bin aus Polen, sowas ungefähr. Am besten, ihr lernt das mit Hilfe von verschiedenen Beispielen. Also, jestem z Polski, ty jesteś wysportowany und so weiter und so fort. Bildet am besten ganze Sätze. So lernt man am einfachsten, im Kontext am besten. Ja, und weil das Verb bitch unregelmäßig ist, muss man es, glaube ich, auswendig lernen. Ja, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, cześć, do następnego razu.